champagne by pouring up. Speeding fast on a run, never wanna get caught up. Now you the one that I'm calling. Swear that I never fuck you. Don't think I'm just talking. Super, ich bin jetzt hier live in Empire-Küche und nicht in der Provinzperle. Wer mag das denn glauben? Ich sage erstmal ein schönes Hallo an alle, die da draußen sind. Und einen kurzen Reminder, nehmt mal alle euer Handy und haltet es nicht so hochkant, sondern im Querformat. Legt es euch irgendwo hin, wo ihr gemütlich sitzen könnt. Vielleicht kocht ihr auch gerade euer Mittagessen. Und wir hoffen, dass wir euch jetzt ein schönes Programm präsentieren können. Wie ihr schon seht, sind wir super professionell ausgestattet. Also ich sitze hier gerade nicht in der Provinzperle und mache das mit meinem iPhone, sondern ich habe hier ein super Mikrofon. Ich bin vernetzt mit einem Funkgerät. Antje ist auch verkabelt. Wir haben unterschiedliche Kameraperspektiven, alles von Empire gestellt und ausgestattet. Und Antje wird euch jetzt mal erzählen, was euch heute so erwartet. Das wird ein buntes Programm und ich hoffe auch sehr kurzweilig. Zuerst, Lea, muss ich ja sagen, wenn du mir das gesagt hättest vor einem halben Jahr, hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Ich glaube, das habe ich tatsächlich, weil wir ja schon mal live gegangen sind, aber von meiner Küche aus und von der Perle aus. Kein Vergleich zu heute, es ist mega, mega cool. Und ein dickes Dankeschön an Empire, dass sie heute unsere Gastgeber sind, dass wir hier sein dürfen. Das ist, es macht einfach mega viel Spaß. Es ist ganz viel passiert die letzten Wochen und dazu muss ich sagen, es ist auch ganz, ganz viel Schönes passiert. Unter anderem, dass wir alle ganz viel dazulernen. Ich finde das mega cool. Herzlich willkommen zu den Sonntagsperlen 2.0. Ihr könnt nicht zu uns kommen, deswegen kommen wir heute zu euch. Ihr könnt euch entspannt ein Sekko aufmachen, ein bisschen Brot dazu essen, Käse, das genießen. Ihr müsst euch nicht groß anziehen. Also das kann ganz gemütlich werden. Bevor wir gleich weitermachen, möchte ich ganz persönlich und wir, das ganze Team der Provinzperle, einmal ein dickes Dankeschön an euch sagen. Ihr habt uns so großartig unterstützt die letzten Wochen. Das war eine wahnsinnige Motivation für uns und das hat uns sehr geholfen. Also an dieser Stelle Dankeschön. Wir wollen direkt losgehen, weil wir ganz, ganz kurzweilig sein wollen und wir haben eine wahnsinnig tolle und vor allen Dingen brandneue Kollektion von euch, von Make Monday Sunday. Wir wünschen euch mega viel Spaß. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Ich hör die Wozuki spielen.
Danke, Maren, das war so cool. Aber der Hammer ist ja die kleine Grete. Ist es dir aufgefallen? Oh, ich habe es ja vorhin schon gesehen. Ja, Gretchen hat ein Kleid an, das gleiche wie ich. Das ist der Auftakt zu einer neuen Kollektion, Mama and Me. Das heißt, zu jedem Kleid, was ihr gerade an den Ladies gesehen habt, wird zukünftig auch ein kleines Tochter-Freundin-Kleid geben. Das ist eine mega süße Idee. Oder? Ja. So, Maren, wir kennen uns jetzt. Ich habe nachgerechnet, ich glaube erst 1,5 Jahre ungefähr, aber gefühlt. Nur? Ja. Waren es 10? Gefühlt war es viel mehr. Ja, wir haben vor ziemlich genau 1 Jahr haben wir die Sonntagsperlen das erste Mal aufgeführt mit deiner allerersten Kollektion. Richtig. Was ist denn in diesem Jahr so passiert? Ja, die Sonntagsperlen vor 1 Jahr waren im Prinzip der Start zu meiner Firmengründung. Zum einen habe ich halt die Marke gegründet, Make Monday Sunday. Und zum anderen habe ich eine Produktion aufgebaut, mitten in Lüneburg, weil ich glaube, Lüneburg ist einfach so eine modeaffine Stadt. Und Produktion gehört aus meiner Sicht wieder lokal nach Deutschland. Ja, und das habe ich im Prinzip in 1 Jahr aufgebaut, Maschinen gekauft, Leute eingestellt. Und jetzt laufen die Kleider bei uns vom Band. Wahnsinn. Woher nimmst du denn eigentlich deine Inspiration dafür? Also die Inspiration sind immer die Menschen, die mich umgeben. Ich bin so ein Menschenfreund. Wenn ich irgendwo im Café bin, dann gucke ich die Leute an, denke mir Geschichten zu denen aus. Und ich finde, Mode muss in den Alltag passen. Ich finde nichts schlimmer als irgendwie so gestellte Schönheiten in Anführungsstrichen. Ich mag es echt natürlich. Und wir Frauen haben so einen umfangreichen Alltag. Und ich finde einfach, ja, dass von dem morgens aus dem Haus gehen bis abends nach Hause kommen, irgendwie du was anhaben musst, in dem du dich wohlfühlst, gut aussiehst, wo du dir nicht Gedanken machen musst, oh Gott, was ziehe ich jetzt irgendwie heute wieder Guck dich alles an und du weißt nicht, was. Ja, das ist ja so. Ich meine, wir haben alle die Kleiderschränke voll. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Und ich finde, wir müssen das wieder echt ein bisschen zum Basic zurückbringen. Und unsere Antwort mit der neuen Marke ist im Prinzip, keep it simple, wear a dress. Wir durften im vergangenen November deine rauschende Eröffnung mit begleiten, mit feiern. Das war ja wirklich grandios. Es war ein super Start, es hat mega viel Spaß gemacht, es lief alles gut an und dann kam alles anders. Wie bleibt man denn da optimistisch? Du meinst, Corinna kam, oder? Ja, Corinna kam. Das Wort, das andere nehmen wir ja heute das nicht in den Mund. Das andere wollen wir gar nicht erwähnen. Ja klar, als wir im November Eröffnung gefeiert haben, da waren wir voller Energie, Tatendrang. Wir hatten wirklich ein gutes erstes halbes Jahr hingelegt, waren in der Öffentlichkeit schon und hatten uns ein bisschen bekannt gemacht. Und eigentlich standen jetzt an eine große Deutschlandtour mit 10 Städten. Es standen Messen an, wie die Blickfang in Stuttgart. Also alles wirklich Events, wo wir raus wollten, wo wir wirklich... Alles festgeplant. Genau, alles festgeplant, gebucht, bezahlt. Und dann kam Corinna zu Besuch und sagte... Ist heute nicht. Ja, und es war für uns natürlich ein herber Schlag. Ich war erstmal so ein bisschen in Schockstarre. Eigentlich hatten wir am 15. März unsere Sonntagsperlen geplant. Aber ich bin eigentlich ein Typ, der, wenn es Probleme gibt, so ein bisschen zu Hochtouren auffährt und sagt, okay, ist jetzt so, was machen wir draus? Und ich bin dann am nächsten Tag halt in die Produktion, diese schönen Stoffe lagen da, Leinenstoffe, Baumwollstoffe, alles wunderbar für den Sommer vorbereitet. Ja, wir haben die auf den Tisch gelegt, auf den Zuschneidetisch und ich sag dir, wir haben halt, wie viele jetzt auch, Community-Masken genäht. Und als wir damit begonnen haben, war es halt einfach so, dass es nicht mal die medizinischen Masken auf dem Markt mehr verfügbar waren, sodass wir wirklich einfach alles gespendet haben an Altenheime, an Rettungssanitäter. Wir haben es verteilt und Gott sei Dank kamen dann aber auch große Firmen auf uns zu, Banken auf uns zu, ein Edeka Bergmann, die Volksbank, die Sparkasse Lüneburger Heide, die dann und viele, viele andere, die dann gesagt haben, ganz ehrlich, du musst es nicht, wir kaufen dir die Dinger ab. Und so konnten wir wirklich in großen Mengen Lüneburg und Umgebung mit Behelfsmasken versorgen. Und du konntest deine Mitarbeiter vermutlich dadurch halten. Und ich habe davon wirklich meine Mitarbeiter weiter bezahlen können. Und bisher,
dreimal auf Holz geklopft, konnten wir alle halten, keiner ist in Kurzarbeit und wir haben einfach was Sinnvolles zu tun. Ja, das kriege ich auch gerade hier in den Kommentaren als Feedback, dass die Masken super sind und dass das total gut ankommt. Nochmal kurz, gritsche ich nochmal rein. Ich stehe hier übrigens im Hintergrund und lese die Kommentare mit, beantworte die euch. Falls ihr Fragen habt, schreibt die gerne rein. Also ich bin hier ein bisschen vertieft, aber wie gesagt, im Hintergrund. Produktion in Deutschland. Das ist in deiner Branche ja sehr ungewöhnlich. Wie kann man das konkurrenzfähig überhaupt umsetzen? Ja, Produktion in Deutschland ist insofern ungewöhnlich, als dass die Lieferketten einfach alle global ausgerichtet sind. Es wird zu wirklich günstigsten Konditionen im Ausland produziert. Die Lieferketten sind intransparent, undurchschaubar. Und das, was dann am Ende bei uns landet, hat oft nicht die Qualität, die ich mir für Bekleidung wünsche. Mhm. Und natürlich ist es dann irgendwie völlig absurd zu sagen, bei den Lohnkosten, die wir hier haben und bei den Betriebskosten zu sagen, wir produzieren hier wieder. Aber die Kunst ist es, einfach on demand zu produzieren. Das bedeutet, wir produzieren nur das, was wirklich bestellt wird. Wenn eine Kundin bei uns bestellt oder einen Shop bestellt, dann machen wir die 10, die 50, das eine. Und nichts anderes. Das heißt, wir legen uns unsere Läger nicht voll mit Sachen, die man hinterher im Sale verramschen muss, sondern wirklich nur das, was bestellt wurde. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil, den wir eben bieten können. Das ist ein guter Wareneinsatz sozusagen. Ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Aber jetzt komme ich zu meiner letzten Frage an dich, Maren. Wer oder was hilft dir im Moment am allermeisten durch diese besondere Zeit? Du meinst außer Prosecco. Außer Prosecco. Und Mädels, vergesst nicht, wir haben hier super tolle Speisen und Kekse von Fürth und Toltik, von der Lüneburger Bonbon-Manufaktur. Und Edeka Bergmann hat uns ja auch einen super Naschkorb hingestellt. Also, ne? Es geht uns nicht so schlecht. Nee, zwischendurch auch mal was naschen. Schokolade hilft, hin und wieder ein Glas Prosecco Rosé hilft. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, um den Spaß daraus nehmen. Also der Mann an meiner Seite hilft, der einfach mich erträgt. Denn letzten Endes, ich bin immer positiv im Büro, mit der Familie. Aber wenn ich nach Hause komme, dann fällt auch manchmal ehrlich gesagt ab. Und all das, was wir an Positivität rausstrahlen, unseren Mitarbeitern gegenüber, das muss ja auch irgendwo herkommen. Und irgendwo muss man sich mal ausrollen können. Mhm. Und das tue ich dann bei meinem Liebsten, der erträgt das. Und dazu kommt natürlich einfach dieses wunderbare Lüneburg und die Menschen, die dazugehören und sich vernetzen und auch solche Events wie heute auf die Beine stellen. Wahnsinn, ja. Und das hilft. Man ist nicht alleine. Ja, und zu gucken, was hat man eigentlich Gutes in seinem Leben, weißt du, das, was ich immer sage, wir sitzen warm und trocken, wir haben guten Wein, im besten Fall ein gutes Essen und wir sind vor allem gesund. Ja, und da muss ich echt sagen, also gerade wenn wir eben, wie besprochen, bei den globalen Lieferketten, wenn wir da mal weiterdenken, ne, da gibt es, wenn dort in Bangladesch ein Auftrag storniert wird von einem europäischen großen Markenhersteller, dann gibt es dort in Bangladesch keine Kurzarbeit, es gibt keine Soforthilfe, keine Liquiditätskredite, da gibt es nichts außer Hunger und keine Arbeit. Und ich finde, das muss einem auch irgendwie klar sein. Und ich finde, eigentlich geht es uns doch gut und wir sollten aus dieser Situation das Allerbeste machen. Das stimmt. Du hast es schon angesprochen, dazu komme ich gleich. Ich danke dir erstmal ganz, ganz herzlich, liebe Maren. Ich freue mich so, dass wir uns kennen. Gerne. Und ich freue mich auf ganz viele verrückte neue Geschichten, die uns noch so einfallen. Ich merke auch, danke. Und danke für die Einladung. Eine kurze Frage, wo kann man die Masken kaufen, wurde gefragt. Die Masken kriegt ihr unter bestellung@makemondaysunday.com. Super. Und da schreibt ihr einfach eine Mail und dann kriegt ihr so eine schöne Maske. Und wir haben gedacht, sagt ja keiner, dass eine Maske nicht auch ganz hübsch aussehen kann. Und bequem. Und insofern haben wir unsere schönen Kleiderstoffe eben benutzt, um diese Masken zu machen und auch sehr, sehr bezaubernde, motivierende Sprüche und Komplimente. Also meldet euch gerne per E-Mail bei mir. Super. Dankeschön. Der Zusammenhalt in Lüneburg ist ja wirklich riesengroß, das hattest du gerade gesagt, das ist Wahnsinn. Und so kam es auch, dass unsere Gastgeber Empire sich was überlegt haben, und zwar riefen sie dazu auf, neue Strophen für das wirklich, was wir ja jeder kennt, das altbekannte Lüneburg-Lied zu schreiben und zu schicken. Und da ist auch ganz viel eingegangen und das, was ganz besonders ist, dass nicht nur etwas schriftlich geschickt wurde, sondern tatsächlich die Kathi das auch gesungen hat und eingeschickt hat und waren alle so begeistert.
und wir dürfen euch das gleich präsentieren. An der Gitarre Thomas, Mirko singt mit Nina und vor allen Dingen Kati. Wir haben es letzte Woche schon einmal gesehen, aber heute hören wir es in der Akustikversion. Cool. Und das ist richtig, richtig cool. Freue ich mich. Bitte schön. Der Ilmenau, wo eigentlich alles stimmt, sind wir zu Haus und unser Leben auf einmal fremdbestimmt. Alle Straßen, Menschen leer und der Alltag abbestellt, alles steht still am schönsten Platz der Welt. Ja, wir sind Lüneburger und wir fühlen ganz genau, dass wir zusammen stehen hier an der Ilmenau. Zusammen halten wir das aus, egal wie hoch die Zahl, gemeinsam nach dem Motto, Corona kann uns mal. Ilmenau, wenn wir uns wiedersehen, zusammen feiern gehen, hier in der schönsten Stadt der Welt. Ja, wir sind Lüneburger und wir fühlen ganz genau, dass wir zusammen stehen hier in der Ilmenau. Ja, wir sind Lüneburger und wir fühlen ganz genau, dass wir zusammen stehen hier in der Ilmenau. Vielen Dank an all die Helden, die jeden Tag ihr Bestes geben. Unser Geschenk ist diese Hymne, mit der wir fest zusammenstehen. Dass wir zusammen stehen hier in der Ilmenau. Ja, wir sind Lüneburger und wir fühlen ganz genau, dass wir zusammen stehen hier in der Ilmenau. Ja, wir sind Lüneburger und wir fühlen ganz genau, dass wir zusammen stehen hier an der Ilmenau. Dass wir zusammen stehen hier an der Ilmenau. Dass wir zusammen stehen hier an der Ilmenau. Sind wieder drauf. Das war so schön. Ich finde das so, so schön, dieses Lied in dieser Version. Eine wahnsinnig tolle Idee, Ole. Du bist einer der drei Geschäftsführer hier von Empire. Danke nochmal, dass wir hier sein dürfen. Das ist so cool. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie kommt man denn auf die Idee, so eine Aktion ins Leben zu rufen? Ja, bei allen Einschränkungen und der ganzen Isolation, die im Moment notwendig ist, wollten wir einfach versuchen, den Lüneburgern etwas Abwechslung zu bieten und die Möglichkeit, auch weiterhin am kulturellen Leben teilzuhaben. Ja, sehr cool. Ihr wusstet ja schon im März, dass ihr voraussichtlich ja bis Ende August keine großen Veranstaltungen mehr durchführen könnt, dürft. Was habt ihr gedacht? Wie reagiert man da? Ja, das ist natürlich erstmal ein Schock. Man muss ja sehen, wie man weiter irgendwie seine Kosten decken kann. Und natürlich haben wir, wie alle anderen auch, erstmal Kurzarbeit angemeldet, versucht, die laufenden Kosten zu decken. Und dann
seitdem versuchen wir, möglichst flexibel auf alle Möglichkeiten zu reagieren, um weiterhin Geld verdienen zu können. Und wie bleibt man da positiv? Ja, also es nützt ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Irgendwo muss es weitergehen, muss man die Ärmel hochkrempeln und zusehen, dass man auch auf anderen Wegen sein Know-how nutzen kann. Was habt ihr denn konkret gemacht? Was habt ihr euch überlegt? Ja, wir haben am Anfang erstmal ein bisschen gebrainstormt und versucht, mit Kontakten, die bestehen, die Möglichkeit zu entwickeln, dass wir Mitarbeiter weiter einsetzen können. Letzten Endes ist es ja auch für die eine große Beschränkung. Wenn man unter Kurzarbeit arbeiten muss, hat man weniger Einkommen. Und dank Maike Bergmann haben wir es dann geschafft, 2 unserer Mitarbeiter bei denen mitarbeiten zu lassen, sodass sie jetzt Lebensmittel ausfahren für Menschen, die im Moment nicht in der Lage sind, die selber einzukaufen. Klasse. Ja, dann haben wir 2 weitere Mitarbeiter. Die sind untergebracht bei unseren Nachbarn, der Firma Belgarden. Die machen Strandkörbe, glaube ich. Genau, da werden Strandkörbe montiert. Und auch die hatten Bedarf an helfenden Händen. Und so sind die dort untergebracht worden. Und bevor ich meine Arbeitskraft komplett der Veranstaltungstechnik gewidmet habe, habe ich mal Zimmerer gelernt. Okay. Auch das machen wir uns jetzt zunutze und machen in einem kleinen Team handwerkliche Dienstleistungen auf dem Bau. Okay, sehr cool. Also das war ja vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend, weil wir es auch nicht gleich erklärt haben. Das Coole ist ja hier oder das Besondere, dass wir ja verschiedene Settings haben. Also wir haben eine Bühne, wir haben noch eine Webinarsituation, wir haben die Küche. All das umfasst, glaube ich, Online-Stage auch. Oder kannst du uns das mal erklären, was das bedeutet? Ja, Online-Stage ermöglicht es uns sozusagen in unseren Räumlichkeiten unter Einhaltung all der Abstandsregeln und Hygienevorschriften trotzdem kulturelle Dinge, Talkrunden oder Werbung sozusagen stattfinden zu lassen. So sitzen wir auch heute hier zusammen, alle mit dem nötigen Abstand und sind halt in der Lage, über einen Stream mit der Außenwelt zu kommunizieren. Das heißt, in der Theorie und auch in der Praxis kann man das mieten, kann man das buchen, kann man sich zusammentun, bekommt technische Unterstützung. Das kann man mieten, das kann man auch buchen. Letzten Endes können Unternehmer hier Werbung schalten, ihre Kunden erreichen, vielleicht auch sich bei ihren Mitarbeitern bedanken und darüber hier Konzerte finanzieren oder andere Dinge. Bislang ist es nicht so, dass wir damit irgendwie großes Geld verdienen, aber letzten Endes ist es auch für unsere Mitarbeiter schön, trotz all den Sachen, die im Moment nicht stattfinden, einen gewissen Weg zurück in den normalen Arbeitsalltag zu finden. Ich habe hier noch ein Feedback, dass das Ganze halt einfach super professionell ist und ich finde, das ist ein super wichtiges Stichwort, ja. Weil wir können auch einen Livestream machen aus der Provinzperle, aber das hat halt nicht das Niveau, was wir hier haben und es ist einfach so toll und wir haben ja auch durchgehend positive Kommentare, wie super das aussieht und da kann ich auch echt nur sagen, großes Lob, es macht Spaß, ich fühle mich hier wie so eine Talkshow, aber es ist super. Ja, und man ist auch so im Team ja irgendwie gleich drin gewesen, also ihr seid wirklich ein tolles Team, das war eigentlich auch so mein letztes Stichwort. Ich danke dir und euch ganz, ganz herzlich, Ole. Ja, vielen Dank. Gerne. Da wir ja hier Private Distancing haben, würde ich dich jetzt bitten, Ole, dass du einmal den Stuhl frei machst für Sina. Ganz elegant machen wir das jetzt mal, fliegenden Wechsel. So, danke dir. Dann darfst du dich auch wieder hinsetzen. Hallo, liebe Sina. Hi, na. wir hatten, glaube ich, jetzt ein paar Mal das Stichwort positiv gehört. Und das ist ja im Grunde auch dein Stichwort, weil du bist Coach und Trainerin für positives Denken. Schön, dass du heute da bist. Ja, danke dafür. Was bedeutet für dich persönlich positives Denken? Für mich persönlich bedeutet positives Denken, und ich glaube, das ist auch total wichtig für alle, die jetzt durch diese Zeit gehen, und man hat das ja auch gerade so richtig schön an den ganzen Beispielen gesehen, was gerade so erzählt wurde, was entstanden ist. Positives Denken bedeutet nicht, dass man jetzt alles gut finden muss, was gerade passiert. Und dann, oh, klasse, juhu, super, ist richtig toll, ja, so richtig naiv, alle Infos ausblenden, darum geht es überhaupt nicht. Bei mir auch gerade im Coaching geht es darum, dass man erstmal negative Gedanken, dass man lernt, mit negativen Gedanken und Gefühlen umzugehen und sich dann bewusst auf das Positive, was schon da ist. Und das ist ja auch in so einer Phase da. Ich meine, sowas jetzt, was hier passiert, dass ihr mich auch angerufen habt, so dieser Zusammenhalt, ne? Dass man dem Positiven, was eben da ist, bewusst mehr Raum gibt und da seine Achtsamkeit drauf lenkt, um eben positive Emotionen gerade in so einer Situation erleben zu können.
Und es bedeutet eben auch so ein Grundvertrauen zu haben in die Zukunft. Es wird schon wieder alles. Sowas kann man doch sicherlich auch trainieren, kann ich mir vorstellen. Genau, sowas kann man trainieren. Und da habe ich so ein Trainingskonzept auch tatsächlich entwickelt, was man regelmäßig. Das wäre sozusagen mein nächstes Stichwort, nämlich normalerweise würde ich wahrscheinlich alleine zu dir kommen oder es kommen Gruppen zu dir oder du gehst in Gruppen. Was machst du jetzt im Moment? Ich habe das große Glück, dass ich schon von Anfang an immer einen kleinen Teil online gemacht habe. Und dann habe ich einfach, alle meine Einzelklienten waren so offen, haben gesagt, komm, wir machen das mit, wir wollen jetzt hier das Coaching weiter besuchen. Die sind alle online mitgekommen. Super. Und die Gruppendinger mache ich jetzt auch online tatsächlich. Genau, und ich stelle mich auch einfach so auf für die Zukunft. Ich habe jetzt gerade, wir wissen ja alle nicht, wie es weitergeht. Genau. Ich arbeite gerade an einem neuen Konzept, dass ich wirklich so ein Studio hier in Lüneburg eröffnen kann, wo man seine Gedanken trainieren kann, wie im Yoga-Studio, dass man nicht was für seinen Körper macht, sondern für sein Mindset hier oben. Und ich werde alles komplett parallel aufsetzen, dass man es online und offline machen kann, wenn es dann wieder erlaubt ist. Dass aber man ist flexibel und genau. Wer weiß, was man dann wieder auch in die spätere Zeit noch weiter nutzt. Auch genau. Davon. Weil es wird sich ja ganz sicherlich ganz vieles auch verändern in diese Richtung. Das stimmt. Hast du denn einen Tipp für uns und für die Zuschauer, was man so machen kann, wie man sich positiv stärken kann? Ja, also es gibt unheimlich viele Übungen, was man machen kann, aber ein ganz simpler Tipp eigentlich ist, und das mache ich auch immer, ich habe so Armbänder auch von mir und das trage ich ganz häufig, weil da steht einfach nur drauf, was war heute schön. Sich mal an so Tag oder eigentlich jeden Tag kann man es machen, wirklich mal kurz zu überlegen, den Tag Revue passieren zu lassen, was war heute ein schöner Moment. Und was ist vielleicht auch in dieser Zeit, auch wenn sie noch so blöd ist, was ist vielleicht Positives auch hier zu gewinnen? Und da habe ich heute auch eine Übung mitgebracht, die ich gleich ein paar Minuten noch mit euch allen zusammen mache. Das heißt, du gehst gleich sozusagen in deinen Coaching-Bereich. Genau. Ich danke dir jetzt schon mal sehr. Es hat ganz viel Spaß gemacht und ich bin mega gespannt. Ich fürchte, wir müssen uns das später angucken, Lea. Ja, wahrscheinlich schon. Ihr müsst die Stellung halten. Ja. Genau. Hab ganz viel Spaß. Ja. Lieben Dank. Ja, danke euch. Dann flitz mal rüber. Ja. Du flitzt rüber. Lea, wie sieht's aus? Hast du Feedback? Ich habe super Feedback. Also gerade richtige Girl Power, die hier immer wieder in Lüneburg und Ole. Also auch Feins in Lüneburg schreibt ja auch gerade fantastisch, Mädels. Ich glaube, danke. Ja, generell, es macht einfach Spaß, sich gegenseitig zu unterstützen, gegenseitig was aufzubauen. Von Lauras Lüneburg-Liebe soll ich natürlich ganz lieb die Sina grüßen. Die ist zwar jetzt schon abgezischt, aber das nimmt sie bestimmt gerne mit. Und ja, ich bin super gespannt, was Sina gleich erzählt. Wir werden es leider erst später angucken. Wir gucken uns das nachher an. Aber auch mal Hinweis für euch, wir werden das Video auf jeden Fall zur Verfügung stellen, in unterschiedlichen Formaten und freuen uns aber auch im Generellen über euer Feedback. Also wie gesagt, wir kriegen hier schon super über alle Kanäle, gerne Feedback. Hinterher auch. Ja, und ich würde sagen, dann schalten wir mal zu Sina. Ja, ich habe ja gerade schon versprochen, dass ich eine richtig tolle Übung für euch alle mitgebracht habe. Die dauert so 5-6 Minuten, die kann jeder mitmachen. Es ist eine Art Meditation, eine Gedankenreise, um das positive Denken zu stärken. Und ich habe mir heute eine Übung rausgesucht für das Thema Optimismus. Weil ich habe ja gerade schon gesagt, jetzt gerade in so einer Phase geht es nicht darum, dass man ganz naiv alles ausblendet und sagt, juhu, es ist alles toll, sondern dass man eben dem Positiven auch bewusst Raum gibt. Man das Vertrauen hat irgendwo, hey, es wird schon wieder alles gut werden. Und um sich für diesen Blick zu öffnen, auch wenn es, ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, da sind bestimmt welche, die sagen, auch ich habe schon super viel Positives hier mitgenommen, andere stecken vielleicht noch so ein bisschen mit dem Kopf im Sand. Ein Konzept, was ich euch gerne zeigen möchte, ist das posttraumatische Wachstum. Die Idee soll euch einfach nur mal für den Gedanken öffnen, dass man eben aus einer Krise, aus einer Herausforderung, und das ist für jedes Lebensthema, könnt ihr das wählen. Das ist gar nicht jetzt, was gerade passiert, sondern vielleicht auch, wenn jemand, haben wir alle schon mal durch, Jobverlust, Beziehungen etc., dass man hier, wenn man aus der Kurve, sozusagen aus dem Tiefpunkt, dass man stärker hervorgehen kann, als man reingegangen ist. Und was man dafür braucht, sind positive Emotionen auch bewusst in solchen Zeiten erleben zu können. Es sind Beziehungen, das heißt sich verbunden fühlen, in einem Netzwerk aufgehoben fühlen. Und es ist das Thema Sinn. Und dafür habe ich euch heute eine Übung mitgebracht. Das heißt, im Rückblick oder auch schon währenddessen so einer Phase mal zu gucken, was könnte auch ein klein wenig Gutes daran sein? Was kann ich für mich nehmen aus dieser Situation? Und für mich persönlich, ich habe schon ganz, ganz viel Wunderbares mitgenommen. Ich finde, so weniger ist mehr auf einmal. Entschleunigung.
Wie kann ich mich trotzdem verbunden fühlen in so einer Zeit von Social Distancing und auch zu merken, hey, was habe ich eigentlich für eine Stärke in mir, dass ich durch so eine Phase komme und mein Business auch durch so eine Phase bringe. Genau, und diese Übung dürft ihr jetzt alle gleich mal mitmachen. Eine Übung zu mitmachen. ich würde euch bitten, vielleicht, es ist wie gesagt eine Art Meditation, vielleicht haben einige von euch Meditationserfahrungen, andere nicht, aber ihr könnt sie alle mitmachen, weil es nicht kompliziert ist und die ist wirklich wunderschön, um Leichtigkeit in eure momentane Situation zu bringen. Genau, und für die Übung, falls ihr jetzt irgendwo steht, würde ich euch bitten, euch einfach mal kurz hinzusetzen und euch auch bequem das kurz zu machen, aber auch aufrecht zu sitzen, damit ihr gut weiter atmen könnt. Und dann dürft ihr einmal eure Augen schließen, ihr dürft auch eure Augen zum Boden richten, aber mit geschlossenen Augen geht die Übung ein bisschen einfacher. Und dann komm jetzt einmal ganz bewusst hier bei dir an und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Einfach erstmal tief und ruhig einatmen und ausatmen. Und nimm wahr, wie du jetzt hier gerade sitzt. Und dann versuche jetzt einmal, deinen Körper komplett zu entspannen, von Kopf bis Fuß. Entspanne dein Gesicht, deine Schultern, deine Arme und Hände. Dein Bauch, der darf jetzt auch mal raushängen. Dein Gesäß, deine Beine und Füße. Und da sitzt, dann darfst du deine Gedankenreise antreten. Und zwar reise einmal in die Zukunft, zu einem beliebigen Zeitpunkt in 10 oder 20 Jahren. Wie alt bist du jetzt? Versuche dich einmal in dein zukünftiges Ich hineinzuversetzen. Stell dir vor, dass dein Leben bis hierher genauso gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast und dass du viele schöne Momente hattest. Nimm dir einen Moment Zeit, dich in dein zukünftiges Ich in 10 oder 20 Jahren hineinzuversetzen. Und dann blicke dich einmal um. Vielleicht bist du gerade zu Hause. Wo bist du? Hat sich viel verändert oder ist auch vieles gleich geblieben? Was machst du? Wie gestaltest du deinen Alltag? Welche Personen sind in deinem Leben? Was ist dir wichtig? Und wie geht es dir? Nimm dir Zeit, dich in dein zukünftiges Ich einzufühlen. Du darfst auch träumen und dir Dinge wünschen. Und wenn du jetzt hier bei deinem zukünftigen Ich angekommen bist, dann erinnere dich einmal zurück in das Jahr 2020, als Reisen auf einmal verboten war. Als sich dein Alltag vielleicht von heute auf morgen komplett verändert hat, du viel zu Hause alleine warst oder auf einmal die ganze Familie zu Hause war, als Restaurants und Geschäfte erst nach und nach wieder aufgemacht haben. Was hast du damals gedacht? Wie hast du damals deinen Alltag verbracht? Was hast du gemacht?
Wie hast du dich gefühlt? Hattest du vielleicht irgendwelche Ängste oder Sorgen? Was hast du aber auch Positives mitnehmen können? Wofür bist du dieser Zeit vielleicht auch dankbar? Wenn du könntest, was würdest du deinem jüngeren Ich heute sagen, mitgeben? Was ist wichtig? Wie kannst du dein jüngeres Ich bestärken? Sag deinem jüngeren Ich ruhig alles, was du ihm mit auf den Weg geben möchtest. Und wenn du das getan hast, dann lass nun die Zukunft in den Hintergrund rücken und komme mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück in das Jahr 2020, in diese sehr besondere Zeit. Und nimm wahr, wie du hier sitzt. Nimm die Sitzunterlage wahr, auf der du dich befindest. Und dann möchte ich dich dazu einladen, deine Hände vor dein Herz zu nehmen, in die Gebetshaltung. Und wenn du magst, kannst du auch deinen Kopf senken. Und dann bedanke dich einmal bei dir selbst, dass du dich so gut an diese besondere Zeit angepasst hast. Bedanke dich bei allen Menschen, die mit dir durch diese Phase gehen. Und bedanke dich auch bei dieser sehr besonderen Zeit, weil du weißt, dass sie dir etwas mitgeben wird, das dich dein ganzes Leben begleitet. Und wenn du auch heute noch nicht weißt, was das sein kann, dann gehe mit der Gewissheit aus dieser Übung, dass du es finden wirst. Hab Vertrauen. Und wenn du bereit bist, dann atme noch einmal tief ein und aus. Und dann darfst du langsam deine Augen wieder öffnen. Ja, und jetzt möchte ich gar nicht mehr so viel sagen, außer dass wenn du erfahren möchtest, was du noch alles mit deinen Gedanken so machen kannst und wie wertvoll das ist, ein gesundes Mindset zu haben, dann freue ich mich, wenn wir uns mal in einem meiner Kurse vielleicht treffen. Und ja, wir schaffen das alles. Bleib positiv. So, geschaltet. Ja, und da sind wir schon wieder. Da danken wir auf jeden Fall Sina für diese super Tipps und diese Ruhe, die sie ausstrahlt. Ich glaube, das ist super inspirierend. Wir hatten hier noch zwei Kommentare, die kann man ganz gut fürs Schlusswort, glaube ich, mit aufgreifen. Und zwar einmal das Thema Mut. Wir hoffen, dass mit dem, was wir hier heute tun, dass wir andere Lüneburger oder regionale Unternehmen ermutigen können, auch sowas auf die Beine zu stellen. Ihr habt tolle Produkte, ihr habt tolle Dienstleistungen, was auch immer, aber traut euch, seid kreativ, wir unterstützen euch da gerne, um eine kleine Live-Show auf die Bühne zu stellen, um irgendwas zu präsentieren, und traut euch, weil wir haben uns getraut. Das erforderte definitiv Mut. Definitiv, also schon der Livestream in der Perle vor einem Monat ungefähr, das war schon ein großer Schritt für Antje. Ja. Und auch wir haben hier zittrige Beine und auch zittrige Hände, aber dafür haben wir ein bisschen Seko hier, das hilft ja dann auch immer ganz gut. Und noch ein Kommentar, was total schön war, ist, dass wir euch Impulse geben wollen mit dem, was wir hier tun. Also es ist möglich, eine Fashion-Show zu machen, es ist möglich, Konzerte zu geben. Genau, haltet euren Blick offen, seid kreativ, saugt das auf und nutzt die Chance, um euch kreativ zu entfalten. Und wer weiß, was passiert. Ich bin da ehrlicherweise ein bisschen gespannt, was so passiert. Ich bin mega gespannt und es macht einfach einen Riesenspaß, auch wenn ich das vorher natürlich irgendwie dann immer denke, warum machst du das überhaupt? Aber es ist großartig. Ein ganz dickes Dankeschön, jetzt kommen ein paar Dankeschöns, das geht nicht anders, ich halte mich aber kurz, ein ganz besonders dickes Dankeschön an meine Lea.
ohne dich hätte ich die letzten Wochen nicht überstanden. Ja. An das gesamte Perlenteam, das so hinter uns steht, die wir hoffentlich ganz bald wieder sehen können und auch zu euch kommen können. Danke an ein Megateam hier vor Ort, auch im Hintergrund. Da sind ja noch viel mehr, die wir gar nicht alle namentlich erwähnen können. Aber es hat uns einfach, wie gesagt, ganz, ganz großen Spaß gemacht. Simone, ich weiß, du willst das nicht hören, aber du bist einfach der Knaller. Simone ist der Knaller, definitiv. Simone ist der Knaller, Simone. Ohne die würde hier nichts laufen. Dicke Extra-Umarmung für dich. Wir schalten gleich zum Abschluss dann nochmal zu Jan, Elektro-Tiger, auf die Bühne mit dem Abspann und noch ein bisschen Musik. Wünschen euch einen ganz, ganz tollen Sonntag, danken euch nochmal, dass ihr dabei wart und freuen uns tierisch auf eure Kommentare. Und zum Abschluss bleibt mir nur zu sagen, trinkt Wein, bleibt gesund und glücklich. Auf bald. Alex hat es auch gerade so schön gesagt, das war toll, euch zu sehen und jetzt Perlenwein zum Mittag. Also besser geht's definitiv Cheers. Nicht. Cheers. Auf Wiedersehen. Baby, don't you Tschüss. Wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfied. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically I'm saying either way we bout to slide. You can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie the knot, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off a rose like I love or not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I gotta see the